Das stimmt, das Netz ist nicht so gut, aber die Luft soll ja wahnsinnig gut sein auf dem Dorf. Das hilft allerdings Allergikern jetzt gerade auch nicht weiter, denn egal, ob sie drin oder draußen sind, kleinste Teilchen in der Luft, der Pollen oder Tierhaare können dann Beschwerden wie Asthma und andere Allergien auslösen. Es wäre natürlich toll, wenn man die Luft irgendwie so ein bisschen waschen könnte. Und genau das versprechen moderne Luftreiniger, kleinste Partikel aus der Luft rauszufiltern. Und genau das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken, nämlich mit der Stiftung Warentest, und haben ein paar Produkte für Sie verglichen. Luftreiniger sollen feinste Partikel und Allergene aus der Luft beseitigen, darunter Tierhaare, Pollen, Hausstaub und Gerüche. Aber halten die Geräte, was sie versprechen? Problem Nummer 1: Pollen. In speziellen Prüfkammern wird eine genau definierte Menge an Pollen mit Druckluft verwirbelt. 6 von 7 Luftreinigern überzeugen. Innerhalb von 10 Minuten verschwinden mindestens 90% aller Pollen aus dem 16 Quadratmeter großen Raum. Problem Nummer 2: Zigarettenrauch. In die Versuchskammer wird Rauch von genormten Zigaretten geleitet. Sensoren messen, wie viele Rauchpartikel im Raum verbleiben. Das Ergebnis? Mit neuen Filtern kommen 4 der 7 Luftreiniger gut gegen Zigarettenrauch an. Sind die Filter gebraucht, nimmt die Reinigungskraft deutlich ab. Problem Nummer 3: Formaldehyd. Der Schadstoff kann aus Lacken oder Möbeln ausdampfen und gilt als krebserzeugend. Die Prüfer lassen kleine Mengen der Chemikalie im Raum verdampfen. Nur 3 Luftreiniger sind dem Schadstoff gewachsen. 2 Geräte versagen. Problem Nummer 4: Tierhaare und andere Allergene. Zwar versprechen manche Luftreiniger auch Abhilfe bei umherwirbelnden Tierhaaren oder Milbenstaub im Raum, die Stiftung Warentest hat diese Leistung jedoch nicht extra überprüft. Was sie nicht so können, ist, wenn sie ständig was nachliefern. Also die Tierhaare, wenn da 3 Hunde oder 5 Katzen in der Wohnung sind, dann wird auch der Luftreiniger nicht helfen. Oder wenn Sie eine Hausstauballergie haben gegen diese Milben, die in Ihrem Bett sind, dann müssen Sie daran. Genauso, wenn Sie einen Schimmel in der Wohnung haben, dann müssen Sie diese Ecke trockenlegen, wo der Schimmel ist. Sonst haben Sie immer diese Schimmelporen. Man kann es vielleicht so zusammenfassen: Wenn ich ein dauerndes Problem in der Wohnung habe, da kann der Luftreiniger nur mal kurz helfen. Immerhin, alle Luftreiniger im Test verbrauchen wenig Strom. Auch bedienen lassen sie sich leicht. Je nach Modell und Verschmutzung der Luft ist mindestens alle 3 Jahre oder häufiger ein Ersatzfilter nötig, der bis zu 140 Euro kosten kann. Testverlierer mit ausreichend sind der De'Longhi AC230 und der LR500 von Beurer. Vor allem für eine mangelhafte Leistung beim Herausfiltern von Formaldehyd. Pollen beseitigen beide Geräte gut. Auch kann der Luftreiniger von De'Longhi den Rauch von bis zu 100 Zigaretten aus der Luft filtern. Dafür ist er sehr laut. Als Testsieger mit der Gesamtnote gut bringen der Philips AC288910 und der Söhnle Airfresh Clean Connect 900 die beste Leistung. Der Luftreiniger von Philips kann als einziger im Test den Rauch von mehr als 100 Zigaretten aus der Luft filtern. Beim Beseitigen von Formaldehyd schneidet Söhnle etwas besser ab. Dieser Luftreiniger ist mit einem Anschaffungspreis von 249 Euro zudem der günstigste im Test. Ich habe ja ein ganz anderes Problem. Ich habe so eine eingebildete Allergie. Schon wenn ich das Wort Pollen höre, dann tränen meine Augen. Kennst du das? Vielleicht brauchst du einen Gedankenreiniger. Wahrscheinlich. Der sofort wieder ausfiltert den Gedanken. Neues Corona-Projekt für Tim Schreiber. Ja, vielleicht nicht. Ich glaube, das wird nichts. So, und mit diesen positiven Bildern schicken wir Sie jetzt in diesen Donnerstag und hoffen, dass Sie morgen wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause und bis morgen bei Live Nachbarn. Tschüss. Like you.